Bist du Kleinunternehmer und dein Umsatz ist stark gewachsen, dann bist du vielleicht ab nächstem Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Was du dann genau machen musst zum Wechsel zur Regelbesteuerung, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Kleinunternehmerregelung kannst du nur in Anspruch nehmen, wenn du unter bestimmten Umsatzgrenzen bleibst. Wenn du über diesen Umsatzgrenzen bist, dann bist du im folgenden Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Das Problem hier ist, dass das Finanzamt dir das gar nicht mitteilt. Das Finanzamt kann dir das auch gar nicht mitteilen, weil das Finanzamt ja gar nicht weiß, wie viel Umsatz du im laufenden Jahr machst. Das Finanzamt erfährt deinen Umsatz ja erst, wenn du die Umsatzsteuererklärung fürs ganze Jahr gemacht hast. Und das ist meistens erst Monate, nachdem das Jahr vorbei ist. Das heißt, als Kleinunternehmer ist es für dich unglaublich wichtig, dass du jedes Jahresende schaust, wie viel Umsatz du im laufenden Jahr gemacht hast. Und wenn du über 22.000 Euro im laufenden Jahr Umsatz gemacht hast, bist du am folgenden 1.1. kein Kleinunternehmer mehr. Um das nochmal ganz klar zu verdeutlichen: Wenn du in einem Jahr über 22.000 Euro Umsatz pro Jahr gemacht hast, musst du ab dem 1.1. des Folgejahres Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen und kannst im Gegenzug auch die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, steuerlich geltend machen. Das heißt, du musst auch Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben und überhaupt eine laufende Buchhaltung machen. Was das genau bedeutet, was die Umsatzsteuervoranmeldung ist, in welcher Frequenz du sie abgeben musst und so weiter, das erkläre ich dir in diesem Video, das ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Für dich ist aber absolut wichtig, bevor du die Rechnung eines Jahres schreibst, schau unbedingt, ob du im Vorjahr unter 22.000 Euro warst oder eventuell drüber. Wenn du das Ganze nicht beachtest, läufst du in ein echt ärgerliches Problem. Und zwar, wenn du weiterhin deine Rechnungen wie ein Kleinunternehmer ausweist, aber eigentlich keiner mehr bist, dann wird das Finanzamt, nachdem sie deine Steuererklärung bearbeitet haben, dir schreiben, dass du eigentlich schon rückwirkend seit dem 1.1. kein Kleinunternehmer mehr wärst. Und dann hast du eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du alle deine Kunden, die du hattest, seit dem 1.1. anschreibst und die Umsatzsteuer quasi nachforderst. Das wirkt natürlich ziemlich unprofessionell, wenn man seinen Kunden mitteilen muss, dass man irgendwie nicht in der Lage war, seine Rechnungen richtig zu schreiben und das nochmal nachfordern muss. Für Geschäftskunden ist das noch so einigermaßen machbar, weil sie die Umsatzsteuer in der Regel im Rahmen ihrer eigenen Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen können und sich so vom Finanzamt das Geld wiederholen können. Für Endverbraucher bedeutet diese Nachforderung der Umsatzsteuer einfach nur eine Preiserhöhung und es gibt für die keinerlei Grund, warum sie diese nachträgliche Preiserhöhung irgendwie nochmal akzeptieren sollten und deswegen wirst du in der Regel eher auf den Kosten sitzen bleiben. Die zweite Möglichkeit ist zwar weniger schmerzhaft, weil man nicht mit den Kunden reden muss, ist aber finanziell ganz schön schmerzhaft, weil du dann deinen Rechnungsbetrag, also das, was du von deinen Kunden bekommen hast, quasi als Bruttobetrag annimmst und dann aus dem Bruttobetrag die Umsatzsteuer rausrechnest. Das macht so deine ganze Kalkulation kaputt und plötzlich musst du Steuern zahlen, die du aber vorher nie einkalkuliert hast, was finanziell zum großen Schaden führen kann. Schauen wir uns den finanziellen Schaden, der dadurch potenziell entstehen kann, mal anhand eines Beispiels an. Gehen wir mal davon aus, dass ich Kleinunternehmer war und eigentlich aus dieser Regel rausgefallen bin. Ich das aber nicht wusste und deswegen meine Rechnungen weiter als Kleinunternehmerrechnungen ausstelle und jetzt später fällt mir auf, oh Mist, eigentlich hätte ich Umsatzsteuer ausweisen müssen. Und es ist mir irgendwie zu unangenehm, zu meinen Kunden zu laufen und da jetzt nochmal die Umsatzsteuer nachzufordern. Deswegen gehe ich hin und sage, naja, ich führe das Geld einfach ab aus dem Geld, was ich bekommen habe. Das würde für eine Rechnung bedeuten, die ich zum Beispiel über 750 Euro gestellt habe, dass ich aus diesen 750 Euro die Umsatzsteuer rausrechnen müsste. Das heißt, die 750 Euro sind für mich dann 119%, also der Bruttobetrag, und daraus müsste ich dann die 19% Umsatzsteuer rausrechnen. Das wären ungefähr 120 Euro. Der eigentliche Umsatz, den ich gedacht habe, gemacht zu haben, dieser Umsatz reduziert sich sofort auf 630 Euro und die 120 Euro wandern sofort ans Finanzamt. Das tut schon ziemlich weh, das gilt aber für jede einzelne Rechnung, die ich gestellt habe zwischen dem 1.1. des Jahres, seitdem ich nicht mehr Kleinunternehmer bin, und dem Zeitpunkt, an dem es mir auffällt und alle Rechnungen korrigieren muss. Und das kann mehrere Monate dauern. Wenn ich zum Beispiel davon ausgehe, dass mir das erst nach einem Jahr auffällt und für ein Jahr alle Rechnungen korrigieren muss und in diesem Jahr 40.000 Euro Umsatz gemacht habe, also 40.000 Euro in Rechnung gestellt habe und jetzt alle Rechnungen korrigieren muss, dann würde das auf dieses Jahr gerechnet 40.000, rechne ich die Umsatzsteuer raus, das sind ungefähr 6.400 Euro. Das heißt, aus meinem eigentlichen Umsatz von 40.000 sind plötzlich 33.600 Euro geworden und plötzlich wandern 6.400 Euro ans Finanzamt. Das kann finanziell schon richtig, richtig wehtun und dich in große finanzielle Probleme stürzen. Und abschließend noch ein Hinweis. Es gibt durchaus einige Gründe, warum man die Kleinunternehmerregelung nicht in Anspruch nehmen möchte. Ein paar Gründe habe ich dir auch in diesem Video erklärt, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke. Wenn du jetzt unter den Grenzen bist,
der Kleinunternehmerregelung und freiwillig darauf verzichten möchtest, das heißt ganz normal gerne Umsatzsteuer ausweisen möchtest, dann kannst du das ohne Probleme machen. Das heißt, du kannst auch freiwillig auf diese Kleinunternehmerregelung verzichten. Wichtig ist aber, wenn du freiwillig auf diese Regelung verzichtest, dann bindest du dich immer für 5 Jahre. Das heißt, du kannst jetzt Ende des Jahres beispielsweise überlegen, okay, ab dem 1.1. möchte ich die Umsatzsteuer ausweisen. Dann kannst du das machen, musst dich allerdings 5 Jahre dann daran halten und 5 Jahre auch die Umsatzsteuer ausweisen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen. Wenn du jetzt sagst, ich bin kein Kleinunternehmer mehr, ich würde aber gerne meine Buchhaltung von jemand anderem machen lassen, weil die ganzen Umsatzsteuervoranmeldungen sind mir eigentlich viel zu viel Arbeit, dann gib das doch einfach an den Steuerberater ab. Zum Beispiel an uns. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Oder schau in unserer Online-Community vorbei. Alle Informationen dazu, was das genau ist, wie du dich anmelden kannst und so weiter, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau die weiteren Videos über Kleinunternehmerregelungen an, die wir hier auf diesem Kanal schon hochgeladen haben, zum Beispiel dieses hier. Schauen wir uns den finanziellen Schaden, der dadurch entstehen kann, mal anhand eines Beispiels an. Das war ein richtiger Satz, ne? Schade. Denn warum rede ich denn nicht weiter?